Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder Zeit für einen Blick auf die Nebenwerte. Und mit wem ging hier das besser als mit Michael Schröder? Hallo Michael, grüß dich. So ist es. Hallo Andi. Wir haben eine ganz schöne Woche, eine kurze Woche vor uns. Am Donnerstag ist Feiertag, Tag der Deutschen Einheit. Es wird zwar an der Börse gehandelt, wir haben aber trotzdem frei. Wir sind hinter uns schön eingeblendet. Trotzdem hast du ein paar Werte mitgebracht, vier Werte an der Zahl. Wir wollen mal mit Seal Network anfangen. Wir sehen es dann auch gleich im Chart. Da gab es einen ziemlich heftigen Rücksetzer, dann aber auch die ganz schnelle Korrektur. Was ist da passiert und wie geht's weiter? Jetzt muss ich erst noch mal kurz auf dein Intro eingehen. Wir haben aber frei, heißt du hast frei. Die Redaktion arbeitet natürlich auf vollen, vielleicht nicht auf vollen Touren, aber wir werden das Handelsgeschehen online natürlich auch weiterverfolgen, auch am Tag der Deutschen Einheit. Ich muss sagen, ich habe natürlich auch frei, weil diese Arbeit überlasse ich dann mal den jungen Kollegen, wobei der eine oder andere dabei tatsächlich den Hintergrund dieses Feiertags gar nicht miterlebt hat, weil er noch gar nicht geboren war, aber Spaß beiseite. Reden wir über Seal Network, gehen wir direkt auf den Chart. Du hast gesagt, wir haben eine lustige, du hast vorhin schon mal im Vorgespräch gesagt, ein lustiges V, ein scharfes V. Mhm. Ja, der Rücksetzer, er hat Fragen aufgeworfen, es gab aber keine Antworten darauf. Mit der operativen Entwicklung hat das Ganze aus meiner Sicht nichts zu tun, deswegen natürlich auch wieder die schnelle Erholung, aber wir hatten das im Sommer und auch im Frühjahr schon immer mal wieder thematisiert. Ja, das mangelnde Kaufinteresse auf institutioneller Seite bei Nebenwerten, dann gibt es mal eine etwas größere Verkaufsorder, schnell ist die Sorge da, was ist da im Busch, verkaufe ich auch mal, kaufe ich besser mal nicht. Zack, das Ding ist von 37 Euro auf unter 31 Euro runtergerutscht, aber dann, ja, dann kommt die nächste Floskel, die Schnäppchenjäger, der ein oder andere hat dann doch Mut gefasst, wieder zugegriffen und innerhalb von 3 Wochen war diese Kerbe ausgebügelt und wir sind jetzt wieder knapp am Anschlag, stehen also vor dem Sprung auf ein neues Jahreshoch und ich bin relativ zuversichtlich, dass wir das jetzt in dem Schlussquartal sehen werden, spätestens mit der Vorlage der Q3-Zahlen, weil die werden die starke operative Entwicklung nochmal darstellen. Ich habe beim Unternehmen schon mal angefragt, wie es jetzt aktuell aussieht, insbesondere auch von dem Hintergrund nicht nur dem Lotteriegeschäft, sondern auch der Games-Bereich, wie das Wachstum da aussieht, weil da möchte man dann auch in den Folgejahren extrem profitieren. Die Sonderlotterien, die jetzt gestartet wurden, wie das Ganze zusammenpasst, aber alles in allem ein reinrassiges Wachstumsunternehmen, hohe prozentuale Wachstumsraten beim Umsatz, Gewinn dürfte von 59 Cent im Vorjahr jetzt auf 1 Euro roundabout steigen und im nächsten Jahr nochmal 50 Cent mehr als 1,50 Euro. Und dann sind wir ja auch in Bewertungsrelationen, die eben auch eine Trendfortsetzung durchaus möglich machen und aus meiner Sicht eben, wie gesagt, auch wahrscheinlich erscheinen lassen. Vielleicht klicken wir hier einfach mal weiter. Im 3-Jahres-Chart sehen wir dann, dass hier diese 37-Euro-Marke ja, ein kurzfristiges Kaufsignal ist und ich bin auch hier optimistisch, dass wir dann mit den Zahlen fürs Q3 und dann auch mit den operativen Aussichten im kommenden Jahr und darüber hinaus dann hier auch im 3-Jahres-Chart neue Höchstkurse ansteuern werden und aus der mehr oder minder breit gefassten Seitwärtsbewegung in einen neuen Aufwärtstrend übergehen. Das klingt schon mal positiv und wir sehen ja hier durchaus massive Widerstände. Aber wenn es dann mal darüber hinausgeht, dann könnte natürlich der Deckel richtig heftig wegfliegen. Genau. Dann schauen wir mal zum nächsten Wert, zu Technotrans. Technotrans hat vor kurzem einen Millionenauftrag für das E-Bus-Geschäft erhalten. Das sehen wir jetzt auch gleich im Chart, wie die Auswirkungen waren. Ging es für die Aktie dann durchaus mal wieder nach oben. Was spricht denn außerdem für steigende Kurse? Ja, das, was jetzt hier schön durchs Bild läuft, das habt ihr super rausgesucht, die Kühllosung, das Thermomanagement. Du hast gesagt, für diesen Elektrobus-Bereich jetzt mehrere Großaufträge, Millionenaufträge halten. Besonders spannend finde ich da auch noch den Bereich für Kühllösungen, für Rechenzentren, für die Rechner in Rechenzentren. Das ist eben das Thema jetzt hier in der neuen modernen KI-Welt, wo wir jetzt auch hier in Zukunft weitere Aufträge sehen. Dazu hat das Unternehmen ein Effizienzprogramm aufgelegt, weil man kommt auch ein bisschen aus dem Druckbereich. Man leidet noch in einigen Geschäftsbereichen unter der Konjunkturflaute, aber auch hier hat man eben seine Hausaufgaben gemacht
Und alles in allem deutet hier eben auch jetzt auf eine saubere Wachstumsgeschichte, dass jetzt die Umsätze nachhaltig steigen und dass der Gewinn eben auch entsprechend nachzieht bei entsprechendem Newsflow. Der Chart, eigentlich ein recht interessantes Bild, was jetzt in diesem, um das Bild zu komplettieren, noch fehlt, ist der Move, der hier so wie im letzten November und im Frühjahr, der die Aktie dann wieder ein bisschen im Bereich 22, 23 führt. Auch hier bin ich recht optimistisch, dass wir das jetzt mit den Q3-Zahlen und der wahrscheinlich erneuten Bestätigung der Jahresprognosen für 24 und für 25, das war das Besondere mit den Q2-Zahlen, dass hier die Prognosen bestätigt wurden. Und bewertungstechnisch haben wir jetzt für das laufende Jahr eine Durchschnittskonsensschätzung für 1,12 Euro Gewinn je Aktie, der dann im kommenden Jahr auf 1,90 steigen soll. Das bedeutet, dass die Aktie mit einem KGV von 10 aktuell für 2025 bewertet ist. Da kann man durchaus von einer günstigen Bewertung sprechen. Und das eben gepaart mit den adressierten Wachstumsmärkten und den doch interessanten News bzw. Orderflow spricht eben auch hier alles für eine Trendfortsetzung im laufenden Jahr. Und wenn wir dann jetzt hier auch mal auf den Dreijahreschart gehen, dann auch wieder am langen Ende in die Rückkehr der alten Schiebezone zwischen 25 und 30. Eben dann, wenn die Früchte der Vorstand die Früchte der Arbeit ernten kann im nächsten Jahr, wenn sich dann auch darüber hinaus das Wachstum einstellt, dann hat die Aktie die Möglichkeit, eben hier die nächste Stufe der Wachstumsstory zu erreichen und diese Rückkehr in den Bereich 25, 30 Euro. Also wie gesagt, erster Halt 22 Euro und danach mit dem entsprechenden Newsflow ins neue Jahr hinein eben auch noch weitere Kurssteigerungen wahrscheinlich. Und charttechnisch sieht sie ja auch ganz gut aus. Ist über die 200-Tage-Linie gegangen, kann man zur Unterstützung da nutzen. Von daher interessante Ausgangspositionen, würde ich mal sagen. Dann schauen wir mal auf Nabaltec, haben wir auch öfters dabei in der Sendung. Zuletzt hat sich relativ wenig beim Chart getan. Gibt es irgendwelche möglichen Impulsgeber? Die Bilanz ist sauber, die hast du ja schon angesprochen. Die Bilanz ist sauber, schuldenfreies Unternehmen. Also hier passt operativ und finanziell eigentlich alles. Das Einzige, was eben nicht passt, du hast es jetzt gerade gesagt, ist die Kursentwicklung. Mit den Halbjahreszahlen wurde die EBIT-Prognose sogar nach oben gesetzt. Für den einen oder anderen auch eine recht positive Überraschung in dem Marktumfeld, im sehr konjunkturlastig dieses Geschäft. Aber auch hier wieder die KI-Sonderfantasie, Füllstoffe für Kabel, für flammhemmende Füllstoffe für Kabel in den Rechenzentren, auch ein Thema, was allem Anschein nach sehr stark nachgefragt ist, die Produkte hier, und die sollten dann eben auch sich jetzt im Gesamtjahr in den Zahlen zeigen, diese recht positive Entwicklung. Was hier eben fehlt, ist das Interesse. Ich bin jetzt nochmal über den Titel, ich will nicht sagen gestolpert, aber aufmerksam geworden, weil mir jetzt bei den Blue Chips, wenn man über BASF, Lanxess, Evonik etc. schaut, das sind auch alles natürlich die Chemietitel, die unter der Konjunkturflaute gelitten haben, aber deren Kurse sich jetzt alle schon deutlich von den Tiefständen gelöst haben. Und das ist bei Nabaltec eben noch nicht der Fall gewesen. Eigentlich klassisch typisch für einen Small Cap, der eben erst wieder viel später auf der Zeitachse entdeckt wird. Aber das könnte eben die Chance sein, dass, wenn sich dieser operative Trend jetzt mit den Q3-Zahlen bestätigt, wovon ich ausgehe, dass das Unternehmen weiterhin sagen wird, das Umfeld ist immer noch schwierig und die Visibilität immer noch nicht so groß. Aber, und das ist immer jetzt die Hoffnung, ja, bei in vielen konjunkturabhängigen Branchen, dieser Silberstreif am Horizont oder Licht am Ende des Tunnels, egal wie man es ausdrücken möchte, wenn sich das bestätigt, dann sollte eben auch hier jetzt zum Jahresende mehr bei rauskommen als die letzten drei Monate nach dem positiven Newsflow. Soll heißen, wenn wir hier aus dieser Seitwärtsbewegung, sprich über die 16-Euro-Marke hinausgehen, dass wir dann auch mal, ich habe es schon mal intern gesagt, das Wort mit der Jahresendrallye dafür ist. Einmal ist es abgedroschen und zum anderen möchte ich es nicht überstrapazieren, und vielleicht ist es auch Anfang Oktober noch viel zu früh, davon zu sprechen. Aber die Aussichten für eine positive Entwicklung, Kursentwicklung im Schlussquartal sind durchaus gegeben, sagen wir es mal so. Das klingt doch positiv, und dann hoffen wir mal auf
positive Nachrichten in Form guter Quartalszahlen. Wir sehen hier beim Nabal Tech Chart, die letzten Jahre lief es nicht ganz so rund. Bei SGL Carbon sehen wir, dass es in den vergangenen Monaten nicht so rund lief. Woran liegt das und was macht dir Hoffnung bei SGL? Ja, auch hier gibt es dann wieder Nachfrageprobleme im Silizium-Carbid-Bereich. Das klassische Nebenwert, die üblichen Probleme, die jetzt dazu geführt haben, dass jetzt dieser kurzfristige Abwärtstrend vom Sommer bis zum September die Aktie noch mal von 7,50 Euro bis auf 5 Euro runtergesetzt hat. Wir hatten hier, ich muss gerade mal schauen, man sieht die Kerbe gar nicht, doch hier, man sieht sie schon, dieser Swing, das ist die Nebenstory, neben der operativen Entwicklung, der Carbonfaserbereich, also das Geschäft, was gerade aus der Windindustrie stark nachgefragt ist, das wurde im Frühjahr mal in den Raum gestellt, dass es zum Verkauf steht. Und jetzt auf den letzten Nebenwerte und Small- und Mid-Cap-Konferenzen ist mal ein bisschen durchgeklungen, dass diese ganzen Aktivitäten weiterverfolgt werden, dass das Ganze noch nicht, wie so oft, nicht ganz so einfach sich gestaltet in der Ansprache und in der Preisfindung etc. Aber das Thema ist eben noch aktuell und ich sage es mal ganz salopp, wenn jetzt hier das wieder auf den Tisch kommt oder der Verkauf dieser Sparte tatsächlich mal spruchreif wird und umgesetzt wird, dann haben wir hier die Option bei der Aktie für einen prozentual zweistelligen Sprung nach oben. Ob es dann jetzt 10 oder 20% werden, das lassen wir jetzt mal offen. Aber wie schon im Frühjahr bei der ersten in Aussichtstellung dieses Themas bei einem Vollzug sollten wir dann hier auch tatsächlich einen doch recht spürbaren Aufschwung sehen, der sich dann eben auch, man verkauft die Sparte ja nicht umsonst, auch in der operativen und finanziellen Situation positiver darstellt, sodass wir dann hier doch relativ zügig wieder das Niveau aus dem Frühsommer-Sommer erreichen. Aber wie gesagt, ob das dieses Jahr noch was wird oder nicht, bisher habe ich noch keinerlei nähere Fakten zu dem Thema, aber ich finde das Chance-Risiko-Verhältnis nach diesem doch recht deutlichen Rücksetzer durchaus interessant, sodass wir jetzt hier beim Aktionär den Titel auch mal wieder auf der Watchlist ein paar Plätze nach oben geschoben haben und auch jetzt mal hier in die Sendung mit reingenommen haben. Zumal man, du hast es ja vorhin bei den anderen Werten auch schon mal gesagt, interessante, wollte es nicht übertreiben und überstrapazieren, interessante Situation mit dem Boden hier im Bereich um 5 Euro, also ausgehend von diesem Niveau. Wie gesagt, auch hier wieder ein durchaus interessantes Chance-Risiko-Verhältnis. Stoppkurse, eventuell 4,50 Euro, um so eine Position abzusichern. Aber alles in allem, die letzten Quartalszahlen haben im Großen und Ganzen auch gepasst. Zusammen mit dieser Sonderfantasie kann man hier durchaus einen Fuß in die Tür stellen. Und wie gesagt, wir werden jetzt mal ein etwas genaueres Auge auf das Unternehmen und auf die ganze Entwicklung werfen. Also wir halten fest, 4 spannende Unternehmen, spannende Aktien, allesamt mit ein bisschen Problemen in der Vergangenheit, aber die Chancen sind auf alle Fälle da. Michael, ich danke dir für deine Einschätzungen. Gerne. Und bei Ihnen bedanke ich mich natürlich auch und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.